So, rein theoretisch könnte das jetzt natürlich so bleiben mit der Jacke, ne? Wartet mal. So, der Ärmel sieht nur so knapp aus. Das kann man aber, das dehnt sich noch. Wie gesagt, rein theoretisch kann das so bleiben, aber praktisch machen wir das mal ein bisschen anders, noch ein bisschen hübsch. Hier habt ihr die Nähte. Ihr seht, dass ihr kein Loch seht. Ich zeige es euch extra, damit ihr das auch seht, dass da wirklich kein Loch ist. Ich drehe es auch einmal für euch um. Sekunde. So. Dann lasst uns jetzt mal noch die Umrandung stricken. Dazu fangen wir bei dem im Tragen rechten Teil an. Vorderteil, rechtem Vorderteil fangen wir an unten. Unten hier ganz unten am Bündchen. Ich nehme jetzt hier meinen schlauen Faden. Und versuche das dann jetzt hier anzustricken. Hat geklappt. So. Und jetzt holt ihr euch hier einfach aus jeder Kante, aus jeder, ja, es ist ja eine Knötchenkante. Und da holt ihr euch jetzt einfach eure Strickmaschen raus. Hier. Ihr könnt euch auch wirklich ruhig ein langes Seil, 1 Meter, 1,20 Meter Seil drauf spannen auf die Nadeln, auf die Nadelspitzen. So, und jetzt mache ich das mal, was eigentlich sinnvoll ist. Ich steche einmal hier unten ein und gehe jetzt in das Knötchen zusätzlich. Ich hole mir da auch noch eine Masche raus. Da war leider der nicht so viele Fäden auf der Nadel, das geht natürlich nicht. Es ist auch schwierig aus dem Knötchen jetzt diesen Faden zu bekommen. Ne? Also ihr könnt euch da auch gerne mit der Häkelnadel helfen, wer das lieber macht. Selbst ich mache das gleich, wenn das hier noch lange so weitergeht, weil ich möchte auch ganz gerne weiterkommen im Text. Ja, alles klar. Die Häkelnadel muss herhalten. Da nützt alles nichts. So. Und dann hier oben drauf. Zack. Wer das jetzt ein bisschen, ja, enger anliegend haben will, der verzichtet bitte auf die Knötchen, dass ihr euch da auch noch Strickmaschen rausholt, sondern geht einfach nur hier in die, ja, Einstichstellen rein und holt euch da eure Maschen raus. Und dann verzichtet ihr hier darauf, hier nochmal extra reinzugehen. Ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass das unglaublich eng anliegt. Auch wenn meine Tochter das so haben möchte. Ich finde es einfach besser, wenn ich da jetzt aus dem Knötchen auch nochmal eine Masche mir rausarbeite. Also zwischen den Knötchen eine Masche rausarbeiten und aus dem Knötchen direkt eine Masche rausarbeiten. Na, was ist jetzt los hier?
Ist ja das Knötchen auch noch. Ich habe keine Lust mehr. Da, ihr seht es ja, ne? So. Es soll ja auch ein bisschen hübsch aussehen. Wie ich mein Kind kenne, ist sie natürlich mit so einer Jacke immer on Tour. Und da muss die Jacke erst recht hübsch aussehen. So, ihr habt es aber jetzt begriffen, was ich meine, zwischen den Knötchen. Ne? Und aus dem Knötchen. Ja, und dann melde ich mich gleich wieder, wenn ich hier. Ja, genau, das ist der Halsbereich, wenn ich dann hier am Hals angekommen bin. Yep, richtig. Bis gleich. So, jetzt wird es ein bisschen unhandlich für mich hier. Ich bin ja noch gar nicht da. Ich bin ja noch lange nicht ich wollte mich eigentlich erst gemeldet haben, wenn ich hier wieder bin. Jo. Ach so, ja, klar, hier ist ja eine Kante, natürlich. Ja, die müssen wir wegkriegen, die Kante. Dann nehme ich euch auch mit. Wie man so eine Kante wegkriegt. Weil da hatte ich ja, ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich hier gemacht habe. Auf jeden Fall, hier ist jetzt, ihr seht es, ne? Hier ist jetzt der Knubbel. Da. Da steche ich einfach rein und tue einfach so, als würde es diese Stelle überhaupt nicht geben. Wandere jetzt hier weiter und immer die Maschen wirklich lang ziehen, damit ihr locker bleibt. Ich kann euch jetzt auch gar nicht mal sagen, wie viele Knäuel ich hier verbraucht habe, aber ich sag mal, 10 Stück werden es sein. Auch für eine Kurzjacke. Weil dieses Muster schluckt ein bisschen Wolle, würde ich mal so behaupten. Zwischen die Knoten und in den Knoten sozusagen. Jo, dann bis gleich. So, aber nun sind wir hier am Hals, ja, an der Stelle. Ne? Hier kommt jetzt der Rückenteil von da bis da, bis zur Schulternaht. Hier kommt jetzt der Rückenteil dran. Und auch hier tue ich einfach so, als würde es diese Stelle überhaupt nicht geben. Einfach, um das alles enger zu gestalten hier. Ich steche hier auch nicht ein paar Mal in die gleiche Stelle ein. Nein, mache ich nicht. Das soll hier einfach mal ein bisschen alles eng gezogen werden. Alles ein bisschen schmaler, verjüngt werden, wie auch immer ihr es ausdrücken möchtet. So, und jetzt habe ich natürlich hier leichtes Spiel. Kann natürlich hier schön. Hier brauche ich auch keine Häkelnadel im Moment mehr. Einfach nur mal hier das Seil so ein bisschen nachjustieren, nachziehen. Dann kann ich hier auch mit der Stricknadel weitermachen. Jetzt habe ich so viel. So.
muss ja hier auch noch irgendwie reinkommen. Genau. So, was kann ich mir hier aus jeder Einstichstelle, kann ich mir hier meine Maschen rausholen. Ich denke mal, ihr seht das, was ich meine, ne? Und das mache ich jetzt komplett über den ganzen Rückenbereich. So, und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich, es ist noch ein bisschen was hin bis dahin, an der Schulter angekommen bin. So, bei der Schulter angekommen. Hier seht ihr dann diese Naht, die hier entstanden ist. Hier müsst ihr jetzt bitte, um keine Löcher zu bekommen, auch wirklich, wenn es sein muss, mehrfach in eine Einstichstelle, auch direkt in die Naht einstechen, damit ihr da wirklich keine Löcher kriegt. Hier zum Beispiel müsst ihr dann auch, ja, ich würde mal sagen, mehrere Maschen rausholen oder tiefer stechen, so wie ich es gerade gemacht habe, um das Loch hier wegzubekommen. Kann ich auch am besten die Häkelnadel wieder zu Hilfe nehmen. Und dann hier unter dem riesigen Loch steche ich einfach eine Reihe tiefer ein. Seht ihr? Und schon ist das Loch fast weg. Dann steche ich hier ein. Natürlich lang ziehen, dass ihr da keine Spannung drauf kriegt. Und das muss ja auch noch schön aussehen, ne? Das Ganze. Und dann geht es hier, ihr aufpassen, dass ihr dann hier nochmal ein Loch, ach ein Loch, euch eine Masche rausholt, damit ihr alles schön dicht habt. Es will nicht, Moment. Dann machen wir es passend. So, jetzt will er. Und dann geht es halt eben hier weiter. Ja, und das macht ihr dann jetzt so weiter, bis ihr komplett am Reihen, am runden Ende angekommen seid, an der anderen Seite der Jacke, über das im Tragen linke Vorderteil drüber und dann komplett. Es will wieder nicht, ne? Ihr merkt das schon. Komplett runter. Und da melde ich mich nochmal wieder. Denn dann müssen wir natürlich noch ja, die Rückreihe natürlich auf jeden Fall machen. Zurückstricken. Und dann entscheidet jeder für sich, ob er noch eine Reihe, eine Hin-, eine Rückreihe machen möchte oder nicht. Das ist alles reine Geschmackssache. Das weiß ich nämlich selber noch nicht. So, dann bis gleich. So, ihr seht es, ich habe hier noch ein kleines Stück, was ich jetzt dann auf die Nadel ziehen muss. Das Ding ist jetzt so unhandlich geworden, dass ich euch das nicht mehr zeigen kann. Mit der Rückreihe stricken, aber ihr fangt dann bitte mit der rechten Masche an.
Ihr könnt eins rechts, eins links stricken, ihr könnt aber auch zwei rechts, zwei links stricken, aber ich würde es dann in dem Muster machen, das Bündchenmuster. Ja, indem ihr auch die ganze Zeit gestrickt habt. Weil ich glaube nicht, dass das plötzlich so gut aussieht, so gut aussieht, wenn ihr dann mit zwei rechts, zwei links oder zwei rechts, eine links strickt. Es muss ja auch alles ein bisschen zusammenpassen. Ja, also ich werde definitiv eins rechts, eins links stricken und ob ihr dann eine Rückreihe, dann nochmal eine Hinreihe und eine Rückreihe und nochmal eine Hinreihe und eine Rückreihe strickt, das müsst ihr selber wissen. Ich werde es bei mir auch ausprobieren, wie es am besten auskommt, wie es aussieht. Ja, und dann entscheide ich, ob das so okay ist oder ob da jetzt vielleicht auch noch eine Hin- und Rückreihe dran muss. Ja, ich schaue dann mal. Gut, dann bis zur Fortsetzung, wenn. Ach ja, wenn ihr fertig seid, dann bitte das Abketten, genau. Abketten elastisch haben wir ja schon an den Ärmeln gemacht. Elastisch abketten. Ne, ganz sicher den Ärmel ja nicht da. Da sehe ich den Ärmel. Da. Habe ich euch ja gezeigt, wie das geht. Bitte unbedingt elastisch abketten. Sonst habt ihr euch nachher die ganze Jacke eventuell versaut, wenn ihr dann plötzlich ja am Bündchen zu eng geworden seid, wenn diese Abkettkante plötzlich sich nicht mehr mitbewegt. Und dann bitte natürlich auch im Muster abketten. Eine Masche rechts, eine Masche links und dann elastisch abketten. Wer es vergessen hat, wie elastisch abketten geht, schaut im vorigen Teil dieser Serie. Da habe ich es euch ja gezeigt. Okay, dann sag ich jetzt mal bis dahin, wenn ich euch das ganze Ding dann wirklich komplett fertig zeige. Wenn ihr abgekettet habt, dann macht ihr aus der letzten Schlinge, die ihr auf der Stricknadel habt, da gebt ihr eure Häkelnadel rein. Und macht noch eine Luftmasche. Dann erst den Faden abschneiden. Ist eine Absicherung, ist ein besserer Abschluss. Gut, bis zum nächsten Teil, zum letzten Teil dann.